Artikelnummer SCP-201. Objektklasse Euklid. Sonderverwahrungsverfahren. Personal darf sich zu keinem Zeitpunkt näher als 40 Meter an SCP-201 annähern. Alle Arbeiten, die an SCP-201 ausgeführt werden sollen, müssen über eine ferngesteuerte Drohne durchgeführt werden. Jeder Mitarbeiter, welcher den Sicherheitsbereich betritt, muss von 2 Mitgliedern des Sicherheitspersonals begleitet werden. Alle Personen im Sicherheitsbereich müssen einen Haltegurt mit einem an der Wand befestigtem Sicherungsseil tragen. Das Seil ermöglicht den Zugang zu den inneren 3 Metern des Mindestsicherheitsbereiches. Ein weiteres Annähern hat die Entfernung aus dem Sicherheitsbereich sowie Disziplinarmaßnahmen zur Folge. Bei allen von SCP-201 betroffenen Personen sind das Datum des Kontaktes, des Verschwindens, der Rückkehr sowie alle persönlichen Daten im Bericht zu protokollieren. Wieder aufgetauchte Subjekte sind so schnell wie möglich von Agenten zu bergen und sofort zu befragen. Beschreibung: Bei SCP-201 scheint es sich um ein sehr altes medizinisches Gerät zu handeln, welches oberflächlich einem Infusionsständer ähnelt, an dem aber zusätzlich mehrere Glas- und Metallgegenstände befestigt sind. SCP-201 ist 1,8 Meter hoch und hat eine Masse von 36,5 Kilogramm. Die metallenen Bestandteile bestehen aus Stahl und Messing und verschiedene Stücke sind mit Gummischläuchen miteinander verbunden. Die beiden Infusionsbeutel sind aus Porzellan und oben offen. SCP-201 wurde im Krankenhaus aus einer lange ungenutzten Abstellkammer geborgen. Es gibt zu SCP-201 keinerlei Einträge in den Krankenhausakten. Befindet sich ein Subjekt innerhalb eines 30 Meter Radius zu SCP-201, kann es vorkommen, dass besagtes Subjekt in eine alternative Realität versetzt wird. Das Auftreten dieses Effektes ist scheinbar zufällig und einige Subjekte bleiben völlig unberührt nach dem Kontakt mit SCP-201. Spätestens 48 Stunden nach dem Kontakt hören Betroffene auf, in unserer Realität zu existieren. Die Dauer des Verschwindens variiert und kann von ein paar Stunden bis zu 8 Jahre reichen. Die Zeit, die in der alternativen Realität verbracht wird, kann stark von der in unserer Realität tatsächlich verstrichenen Zeit abweichen. Die alternative Welt scheint bis auf folgende Ausnahmen identisch zu unserer eigenen zu sein. Die Welt befindet sich scheinbar in einem Zustand konstanter Dämmerung, ohne dass Sonne oder Mond zu irgendeinem Zeitpunkt sichtbar sind. Ausgedehnte, dichte Bänke mit grauem Nebel bewegen sich sehr tief über dem Boden. Diese Nebelbänke sind windunempfindlich und können dazu führen, dass sich freiliegende Haut sehr klebrig und schmutzig anfühlt. Es finden sich weder Pflanzen noch Tiere. In allen Orten menschlicher Besiedlung, einschließlich der Großstädte, scheint das Leben plötzlich und gleichzeitig verschwunden zu sein. Die meisten, wenn nicht alle elektrischen Systeme sind entweder kaputt oder ohne Strom. Die Luft nimmt zufällig einen grau-braunen Farbton an, dies wird begleitet von starken Winden. Die in diese alternative Welt versetzten Subjekte berichten davon, zunächst überrascht und neugierig zu sein. Diese anfängliche Neugierde wandelt sich allerdings schnell zu Einsamkeit und Angst. Der Schweregrad dieser Empfindungen variiert stark zwischen den einzelnen Subjekten und der Zeit in der anderen Realität. Am Ende der Verrückung wechseln Subjekte wieder von der alternativen in die unsere Welt. Insbesondere in urbanen Gebieten kann dies einen großen Schock für die Subjekte darstellen. Die meisten Personen, die länger als 3 Monate entrückt bleiben, erleiden einen dauerhaften psychologischen Schaden, der mit den Auswirkungen der Isolation in Einzelhaft übereinstimmt. Bitte Anmeldedaten für Level 4-201 eingeben. Anmeldedaten akzeptiert. Subjekte, die versucht hatten, Fernseher oder Radios wieder in Gang zu bringen, berichteten von unregelmäßigen, fragmentarischen Übertragungen. Es ist zurzeit unklar, ob es sich dabei um ein reales Phänomen handelt oder um das Produkt des degradierten mentalen Zustandes derjenigen, die lange genug dort waren, um solch ein Projekt abzuschließen. Die Berichte ähneln durchweg automatisierten Nachrichten, die von der Foundation für den Fall eines XK-Klasse-Notfalls erstellt wurden. Untersuchungen dieser Übertragungen können angestellt werden, sobald brauchbare Aufnahmen mitgebracht werden.